Ich bin die Königin. Aber ihr seid von Sinn. Wir laufen mit den Hummern um die Wette und dann verspeisen wir sie. Aufhören! Emma Stone, Olivia Colman und Rachel Weisz sind die Stars in Yorgos Lanthimos' The Favourite, Intrigen und Irrsinn. Das vielfach preisgekrönte Werk geht als einer der heißesten Kandidaten ins diesjährige Oscar-Rennen und erzählt von einer lustvollen Ménage à trois am Hof der britischen Königin Anne. Mich hat die Idee gereizt, einen Film mit drei sehr komplexen und unterschiedlichen Frauenfiguren zu drehen. Es ist schön, mit Leuten zu arbeiten, die einen Stoff wie diesen auf so einzigartige Weise umsetzen. Darf ich euch etwas fragen? Solange dir klar ist, dass ich eine Waffe trage. Es geht um die Geschichte dreier Frauen gleichermaßen, um Liebe und Macht. Wer hat dich geschminkt? Was Dramatisches, gefällt's dir? Du siehst aus wie ein Dachs. Heulst du jetzt? Sie sind fehlerhaft und urkomisch zugleich und sie sind sehr kompliziert. Ich dachte, du wärst auf unserer Seite. Ich bin auf meiner Seite, ausnahmslos. Die ganze Story dreht sich um Macht und deren Balance. Wer hat Einfluss auf wen? Lady Marlborough ist unabkömmlich aufgrund einer Staatsangelegenheit. Ich bin die Staatsangelegenheit. Vielschichtigkeit stand für uns an erster Stelle bei diesen drei Frauen. Selbst wenn sie schreckliche Dinge tun, kann man sie irgendwie verstehen. Auf unsere Königin und ihre tiefe Weisheit, die sie für den Zusammenhalt unseres Landes Grenzen ziehen lässt. Man weiß nie genau, was sie vorhaben, aber das ist ja der Spaß dabei. Ich wollte keinen typischen Bösewicht und daneben das Opfer. Das alles wechselt permanent, von einer zur anderen. Ich versuche mein Bestes. Gut, halt die Tränen an. Danke, schönen Abend wünsche ich. Wir haben alle unsere Gründe für das, was wir tun. Aus Abigails Sicht geht's ums Überleben. Aus meiner Sicht macht sie mir meinen Platz am Hof streitig. Es war mir eine Ehre und ein Privileg. Wenn du jetzt nicht gehst, fange ich an, dich zu treten und werde nicht aufhören. In The Favourite erzählt Yorgos Lanthimos von drei starken Frauen, die voller Hingabe und Gunst nach Macht streben. Bitterböse und mitreißend komisch zugleich. Liebste Königin, was macht das Reich? Historienfilme zu drehen ist interessant, sie wirken modern. Denn die Dinge haben sich nicht wirklich geändert. Der gesamte Film handelt von Politik, Sexintrigen, Machtspielen, Machtkämpfen, Gefühlschaos, Abhängigkeiten, Unterwerfung. Es ist sehr komplex und ständig im Wandel. Wünscht er noch einen Happen meiner neuen Zofe, bevor er geht? Er macht einem bestimmte Dinge bewusst über menschliches Verhalten, Gesellschaft und Macht. All diese Themen sind Teil dieses Films. Gibt es Kuchen? Schießen wir etwas nieder. Ich sollte euch nackt auspeitschen. Ich warte. Wir haben drei wundervoll gestaltete Frauen im Zentrum der Geschichte. Das ist wirklich etwas Besonderes. Nicht für die Königin. Was? Du bekommst keine heiße Schokolade. Dein Magen. Der Zucker entzündet ihn. Gib mir die Tasse, Abigail. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Drei ist immer schwierig. Eine ist immer die Ausgeschlossene. Und das ist hier auch so. Wurf! Was es so zeitlos macht, ist die Idee eines Günstlings. Jemand mit außergewöhnlicher Macht, dem die Gunst entzogen wird. Du genießt das alles in vollen Zügen, habe ich recht? Zu sehen, wie du mich umwirbst, meine Liebe, wie kann man sich daran nicht ergötzen? Es gibt Schmerz, Zärtlichkeit, Wut und Fürsorge, einfach alles. Es ist eine reiche, komplizierte Beziehung. Dein Ton gefällt mir nicht. Ich bin die Königin. Dann handle ausnahmsweise mal wie alle. Wir haben uns alles neu ausgedacht, um einen Film zu machen, mit dem man hoffentlich auch in unseren Zeiten etwas anfangen kann. Das ist Irrsinn. Eine Dame möchte sich gelegentlich amüsieren. Wir erzählen eine fantastische Geschichte über die Beziehung dieser Frauen und das auf sehr originelle Art. The Favourite, Intrigen und Irrsinn, ist ein meisterhaft inszenierter Filmspaß mit großartiger Besetzung. Allen voran die Golden Globe-prämierte Olivia Colman als launenhafte Königin. Hast du mich angesehen? Hast du? Sieh mich an! Sieh mich an! Was fällt dir ein? Schließ die Augen!